immer er war, neigte er zu Luxus. Also er hatte kein Geld, pumpte die Leute an, aber er wollte sich mit schönen Dingen umgeben. Ich will das gar nicht werten. Er hatte unheimliche Lust an schönen Stoffen. Er war sehr eitel, was seine Kleidung anging und so weiter. Selbst wenn er kein Geld hatte, hier fiel es ihm leichter, dieses luxuriöse Leben zu leben. Und das ist wunderbar jetzt in der neuen Meistersinger-Inszenierung von Berikowski gelungen, wo er während dem Vorspiel einen Tag im Haus Wahnfried zeigt, einen besonderen Tag allerdings. Und dann hat er neue Schuhe, da kommt ein neuer Schal, ein Seidenschal und er ergötzt sich daran. Man darf bei dieser, wenn man von Luxus reden und von seinem Hof, den Hofstaat, den er hier hatte, aber er war kein Abgehobener, der jetzt da in alte feudale Muster zurückfällt. Aber er war sicher immer in der Lage, mit Menschen ganz normal auch zu kommunizieren. Das ist Richard Wagner.